So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch, wenn ich hier meinen Kabel richte, geht es weiter in Road to Master. Und was ganz Besonderes, denn ich habe jetzt Mittwoch zum Mega-Mittwoch ernannt. Und zwar geht es da immer um ein ganz bestimmtes Mega-Pokémon. Ihr habt die Möglichkeit zu bestimmen, welches Mega-Pokémon ich mein Team baue. Und gucken wir uns erstmal an, was der Gegner für ein Team hat. Er hat Metagross, Kikli, Skelabra, ich hoffe, dass das der deutsche Name ist, Mamoswine, also Mamutl, Tyranitar, Despotar und God of War. Und mein Mega für diese Woche, für heute besser gesagt, ist Glurak. Wir wollen ein Team bauen, oder ich habe ein Team gebaut, was Mega Glurak supportet. Und wie ich sehe, hat er schon mal 1-2 Feuerschwächen. Das Ding ist jetzt... Ich müsste mit Zumpex ganz gut durchkommen. Wenn ich was jetzt angucke, Zumpex ist ganz gut gegen einiges. Und unser Zumpex kann die Überreste und kann sich gegen vieles wehren. Ansonsten würde ich sagen, Glurak nehmen wir mit. Glurak halt standardmäßig als Mega-Pokémon. Es geht ja auch um diesen zwei Folgen oder diesen zwei Kämpfen jetzt um Mega-Pokémon und Metagross. Und warum nehme ich jetzt wo so zwei Kämpfe auf? Das Ding ist, ich habe meine Watchtime geguckt und erstmal fetten Dank an den ganzen Support, den ihr hier gibt. Also die Likes, die Kommentare, richtig geil. Wenn ihr Kommentare habt, postet sie einfach, wenn ihr Fragen habt. Ich komme gleich zu noch was ganz anderem. Und ich habe mal eine Watchtime gesehen, dass viele bloß ungefähr die ersten 10 Minuten gucken. Und darum gibt es jetzt in Road to Master, wo es zwei Kämpfe zum Aufwärmen. God of War, okay. Das war ja irgendwie klar. God of War. Toxic. Dann nehmen wir erstmal Toxic. Das ist gar nicht das Mega. Es war so toll, dass es das Mega-Pokémon ist. Und ich werde bloß einen Zweikampf aufnehmen, aus dem Grund, dass die Leute auch relativ selten wirklich alles angucken. Und ich denke mal, Zweikämpfe sind ungefähr 10-15 Minuten. Das sollte also ganz gut funktionieren. Mondgewalt überleben. Mit einem Crit. Mit einem Crit. Warum? Ist der erste Move, der uns heute trifft, ist natürlich ein Crit. Warum nicht? Warum denn nicht? Übrigens, in unserer ewigen Statistik steht es derzeit 7-5, also 7 Wins zu 5 Loses. Und ich denke mal, wir werden heute nicht gerade gut abschneiden. Zumindest jetzt in dieser Folge nicht. Ach Gott, Mondgewalt. Ich habe auch nichts, was immun ist gegen Mondgewalt. Das ist scheiße jetzt. Ich könnte es höchstens probieren mit einer Kaskade. Wir setzen zum Beispiel Mondgewalt ein. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben noch Metagross dabei. Wenn Metagross zum Sweepen kommt, ist eh alles vorbei. Das nutzen wir jetzt auch gleich mal, unseren Mega-Metagross. Also, es wäre schön, wenn es ein Mega-Metagross wäre, sagen wir es mal so. Aber es ist ein gutes Metagross. Metagross trägt übrigens die Brunusbeere, falls wir irgendwie vergiftet werden oder sonst irgendwas. Also vergiftet jetzt nicht, aber eingeschläfert oder so ein Käse. Wachen wir sofort wieder auf, es tut alle Statuswerte. Also nicht alle Statuswerte, aber alle Statusveränderungen sofort negieren. Oh nein, Spukball. Überlebe, komm, überlebe. Yes! Mega Metagross überlebt! Mit Agilität! Jetzt gibt's Rape. Jetzt gibt's eiskalten Rape. So, Sternhieb. Komm, dann plus 1. Komm, plus 1. Nein! Oh. Das wehrt die Attacke ab. Ich glaub das nie. Was ist denn das für ein Scheiß heute schon wieder? Gefickt von einem God of War. Ohne Mist, das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Das Team ist eigentlich ganz gut. Ohne Mist. Das Team ist relativ gut überlegt. Schwächen aussondiert. Alter, Glurak muss jetzt reißen. 3-1. Oder 3-1. Ich hoffe echt, ohne Mist, der hat sein Skelabra nicht mit. Da haben wir einen Zappen, wenn der es mit hat. Komm, Glurak. Okay. Mega God of War ist schon mal weg. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welches Mega Pokémon ihr sehen wollt in dem Team. Und ich werde dann ein Team rundherum bauen für die nächsten Folgen. Tyranitar. Wir haben mal Sonne. Ah, der hat bestimmt Weakness Policy.
Scheiße. Nein! Ich bin so dumm. Ich bin echt so dumm. Ja! Ja! Aber warum soll ich nicht immer Glück haben? Komm, jetzt töte es. Töte es einfach bloß. Okay, okay. Wir schreiben in unsere Liste 7 zu 6. Das war jetzt echt nicht gerade sehr schmeichelhaft. Das war echt scheiße. Ohne Mist. Das war das schlechteste Match, was ich bis jetzt je gespielt habe, denke ich immer. Kacke. Nein, ich möchte das Kampf natürlich nicht speichern und ich möchte fortsetzen. Ich möchte gerne noch ein Battle haben. Ja, ich möchte weiter kämpfen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was für Mega-Pokémon, ich sag das schon so dritt mal, was für Mega-Pokémon wir in den nächsten Folgen featuren sollen. Das nächste, also die nächste Folge ist auf alle Fälle mit Mega-Flunkiefer. Das habe ich mir schon rausgesucht. Und ja, 13 Kämpfe, 7 Siege, 6 Niederlagen. Schön. Und was danach kommt, das bestimmt ihr. Und ja, wie lange soll ich meine Folgen machen? Soll ich 3 Battles pro Folge machen? Soll ich 2 Battles pro Folge machen? Schon wieder so ein scheiß Planer, das kotzt mich langsam an hier. Ach Gott, oh Gott. Wenn ich das schon sehe. Eine Feuerschwäche. Okay, 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 okay. Elektroschwäche. Sehe ich hier ganz klar Elektroschwäche gegen. Na gut, nee, bin ich gerade. Das kotzt mich schon an. Das kotzt mich schon wieder an. Ich habe nichts mit Psycho. Ach Gott, Miesprit. Was nehme ich jetzt mit? Was nehme ich jetzt mit? Ich würde vorschlagen, wir nehmen. Das ist keine Despotar. Despotar hat Weakness Policy. Das können wir uns in die Hände spielen. Die Beldra? Nicht. Ah, die Beldra ist mixed. Die Beldra ist mixed. Ich habe auch nichts gegen Conkeldurr. Außer mein Gengar. Das ist halt immun gegen Kampfattacken, aber ansonsten sind wir ziemlich gefickt. Okay, gehen wir jetzt mal ganz sinnvoll ran. Wir haben eine Feuerschwäche in Bisharp und in Scissor. Wir haben eine Pflanzenschwäche in Rotom. Wir haben eine Gesteinschwäche in Glurak. Wir haben eine Flugschwäche. Ich habe nichts mit Flug, ich habe nichts mit Psycho, das ist kacke. Wir haben eine Unlichtschwäche. Ich nehme jetzt mit. Metagross. Einfach um zu hoffen, dass irgendwas anderes kommt. Und Glurak und. Hab ich das Butter mit? Ich nehme das Butter mit. Okay, ich werde wohl diese Folge doch drei Kämpfe lang machen. Denn ich nehme jetzt hier auf. Seit 10 Minuten. Okay, ich mach bloß 2 Kämpfe. Wir lassen bloß mal das jetzt bei 2 Kämpfen erstmal. Wie gesagt, wenn ihr 3 Kämpfe sehen wird, dann schreibt es einfach mal. Und. Ich hoffe echt, dass wir gegen Toki gewinnen. Denn Toki nervt. Bisharp. Das ist schon mal gar nicht so doof. Hoffen wir doch mal, dass wir uns jetzt boosten können mit unserem Metagross. Erstmal Agilität reinzahlen. Weil Agilität ist halt Agilität. Nur ein schnelles Metagross ist ein gutes Metagross. Kannst du keine auswechseln, Bro? Oder? Sis. Ist mir egal. Nee, Kämpfe 66. Sucker Punch. Ist schlug fehl. Der One-Hittet mich ja jetzt nicht mit einem Sucker Punch, dachte ich. Oh, er wird zurückgerufen. Was kommt jetzt? Wird nicht Glurak. Es kommt natürlich Glurak. Genau dann, wenn ich abbeben nehmen will. Ich glaube das nicht. Oh, jetzt ist da noch Schlauchert drauf, aber ich glaube das. Das war so Beste. Ich nehme Sternhieb. Ich hoffe auf einen Crit, auf einen Plus One. Ich hoffe auf alles.
Ist das ein Mega? Ja, das ist natürlich ein Mega-Pokémon. Das besiegt das Primodesputon. Ihr wisst warum. Weakness Policy. Komm schon. Crits Tool oder so, keine Ahnung. Solarstrahl gegen Glurak. Will du mich verarschen? Gegen Solarstrahl von Glurak gegen Metagross. Will der mich jetzt echt verarschen? Komm, stand sieht nochmal Crit. Crit ist tot, Junge. Crit ist tot. Mach's einfach kaputt. Flammwurf, weil das Holz da ist. Flammwurf kommt das Holz, logisch. Aber bring jetzt Metagross. Und boost uns hoch mit Drachentanz. Metagross, Despotar. Ich bin heute so irgendwie total neben der Spur. Bring jetzt Despotar und boost uns hoch mit Drachentanz. Weil jetzt erstmal so schon seine Sonne weggeht. Das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Das heißt, seine Vorattacken bringen es nicht mehr. Drachentanz. Tanzt den Drachentanz. Wird zurückgerufen, das heißt ein Instant Drachentanz. Schon. Perfekt. Conkeldurk. Das wird halt, es ist halt schon eine Macht irgendwie. So. Sollen sie es auf alle Fälle versuchen, mit irgendwas zu töten. Nehmen wir jetzt Steinhagel. Ist immer schneller. Schreckt es zurück. Macht er Tempo hin. Es ist schneller. Hoffentlich schreckt es zurück. Crit. Drain Punch. Er nimmt einen Drain Punch. Und one-hittet uns. Er one-hittet uns einfach. Vierfach Kampfschwäche. Schön. Also dieses Mal zeigen wir hier nicht gerade sehr viel Skill in den Kämpfen. Ich hoffe, dass es dann bei der nächsten Folge vom Mega-Mittwoch besser wird. Aber ich konnte das Potenzial von Glurak leider nicht so zeigen, wie ich es wollte. Müsste ein Spur schneller sein als ein Mega-Glurak. Das wär's. Wenn wir schneller sind, können wir das ganze Ding noch umreißen. Wir kriegen jetzt Sonne. Wir haben dann Plus im Spezialangriff. Wenn wir das Teils totcritten. Yes! Da geht's down, die Sau! Ohne Mist jetzt! So, jetzt muss man ein bisschen schneller sein als ein Glurak. Das ist die Hauptsache. Mit Sucker Punch kann der uns nicht töten. Er belegt. Der weiß ganz genau. Der Bimon kommt. So. Glurak, Drachenpuls. Luftschnitt. Überlebe, komm, überlebe. Nicht zurückschrecken. Yes! Drachenpuls ist gedown. So. Jetzt muss bloß diesen Sucker Punch überleben. Roost uns erstmal. Wir können Roost. Perfekt. Aber wenn der Steinhagel kann, sind wir hochgefickt. So, Roost oder Steinhagel. Gehe ich auf Nummer sicher? Ich weiß, dass ich schneller bin als er. Gehe ich auf Nummer sicher und tue ihn gleich töten? Oder nicht? Ich wusste, ohne Mist. Siehste? Hab ich's nicht gesagt? So. Bam. In your face. Ich hoffe, der Kind Sash. Jetzt überleben wir. Komm, Glurak. Yes, und da ist der Sieg! Da ist der Sieg! Ich hab gedacht, wir verlieren.
Okay, es steht 8 zu 6. Leute, es steht 8 zu 6 in Road to Master. Sollen wir ein Fest für euch mit euch zu spielen? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes Mega-Pokémon benutzen sollen. Und wie immer in der Endcard, wenn ihr hier drauf klickt, abonniert ihr meinen Kanal. Wenn ihr Fusion hier oben drauf klickt, dann seht ihr das letzte, entweder das letzte Road to Master oder die Kämpfe gegen Ida Friseur. Und ja, fette Grüße an dich nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gegen dich zu spielen. Und wird mir auch sehr viel Spaß machen, weiter gegen dich zu spielen. Und wir löschen das letzte Kampfvideo, denn ich hole mir jetzt mein nächstes Mega-Pokémon-Team. Das seht ihr dann in der nächsten Woche, beim Mega-Mittwoch. Und ich möchte nicht weiter kämpfen jetzt. Ich gehe jetzt erstmal Items verteilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich bin der Beamon, ihr seid die Besten. Haut rein und ciao.